So, und herzlich willkommen hier auf meinen kleinen süßen Kanal. Meine kleinen süßen Genossen, Genossinnen und alle anderen, die per Zufall oder Neugier auf dieses Video geklickt haben. Ihr habt eingeschaltet, ihr wollt gerne alles zu den neuen Held wissen, den wir bekommen haben. Ich habe ihn schon ein paar Mal gespielt tatsächlich. Es ist nicht der Taktikspezialist Rambok, sondern es ist eine Heldin. Es ist auch ein Soldat, den werden wir uns auch gleich anschauen, was die Fähigkeiten sind. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns kurz an, wie ihr diesen erhalten könnt. Hierbei für alle Leute, die sich im Steinwald befinden, die müssen die erste Verteidigung in Plänkerten abgeschlossen haben, um diesen Helden überhaupt erhalten zu dürfen. Denn erst ab Plänkerten 1 wird euch dieser Nebenauftrag angezeigt. Das heißt, wenn ihr die erste Verteidigung abgeschlossen habt, bekommt ihr bei den Aufträgen, wenn wir jetzt hier runtergehen, ganz entspannt Nebenaufträge und dort wird das dann sein. Wie heißt dieser Nebenauftrag? Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. Zurück zu den Wurzeln heißt dieser Auftrag. Er wird übrigens auch gleich speziell für eine bestimmte Zone hingestellt. Das heißt, es gibt eine neue Zone, die RDW jetzt hat tatsächlich. Die gibt es auch nur ab Plänkerten. Ab Plänkerten in Steinwald existiert diese Zone nicht. Und zwar, wenn wir hier ganz entspannt mal rübergehen. Und zwar hier. Hier heißt sie Herbstliche Gebirgsausläufer. Ja, schöner Name, aber Gebirgsausläufer reicht vollkommen aus. Ihr müsst hier in dieser Mission, also in dieser Zone, die gesamte Questreihe machen, um dann dementsprechend diesen Helden zu bekommen. Ist sehr Wildtier tatsächlich orientiert. Wer die Wildtiere nicht kennen sollte, die Raptoren, die Wölfe und auch die Wildschweine. Und ja, dieser Held supportet tatsächlich die Wildtiere. Und es ist ein Soldat, es ist eine sehr interessante Fähigkeit tatsächlich, aber meiner Erachtens ist es eher so eine Spielerei, jetzt keine Sache tatsächlich, die jetzt so stark ist oder auch die in vielen Setups vielleicht, die in vielen Setups zum Beispiel Gehör bekommt. Also besser gesagt, dass diese Fähigkeit auch nicht dauerhaft genutzt wird. Hier zum Beispiel Agent des Chaos ist bei mir fast jedem Setup drin, weil flinke Finger einfach am Start ist und einfach nice ist. Und ja, dieser neue Held hat das entsprechend nicht. Also, dass man dort bei der Fähigkeit entsprechend sagen kann, jo, der sieht doch schon ganz nice aus, die Fähigkeit. Und ich benutze das sehr gerne. Nein, also ihr werdet gleich sehen, warum. Wir sprechen mal über den Helden an sich. Ihr könnt es hier bereits sehen. Das ist die Herbstkönigin. Ist ein Soldat. Könnt ihr in der Kampagne übrigens nur auf Episch bekommen. Nicht legendär. Legendär müsst ihr dann dementsprechend hochziehen. Ja, Naturgewalt ist die Fähigkeit, der Standardvorteil natürlich, die er dabei hat. Wenn ihr sie natürlich im Unterstützungsteam dabei habt. Bei Verwendung geht eine zusätzliche Schockwelle von deinem gesamten Gefährten aus. Und ja, es ist ein Wildtier, gezähmter Gefährte, nur damit es halt nicht nach Wildtier hält und ja, dies, das, anders klingt. Und ja, eine Schockwelle. Und hierbei ist es schon ganz treffend tatsächlich, für was für ein Held das überhaupt genutzt wird, und zwar für die Schockwelle an sich. Ja, der Soldat hat so eine Schockwelle, die halt, du schlägst auf den Boden und die Gegner werden ein bisschen zurückgeworfen tatsächlich und kriegen halt dementsprechend auch Damage. Die Sache ist aber, die Wildtierfähigkeit, wo denn auch diese Schockwelle ausgelöst wird, wenn ihr diese Schockwelle auslöst, macht keinen Damage an den Hüllen. Also ich war schon in der Lauregion drin gewesen und sie hat einfach keinen Damage gemacht. Wenn es gepatcht werden sollte, dann wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich habe dort keine Damage gesehen. Ja, das heißt, sobald die Schockwelle auslöst, egal ob Gegner bei euch in der Nähe sind oder nicht, wird auch eine Schockwelle bei euren Teamkollegen, bei euren Wildtier ausgelöst und ja, die Gegner werden halt dementsprechend zurückgeworfen. Ist eine ganz nette Sache. Kommen wir jetzt zum Kommandantenvorteil und auch der Kommandantenvorteil ist jetzt nicht so interessant. Wir haben natürlich wieder diese Schockwelle mit den Bonus tatsächlich, wenn ein Gegner in der Nähe ist, der dann von dieser Schockwelle getroffen wird, bekommt unser Wildtier, der dann halt diese Fähigkeit ausübt natürlich oder dann eingesetzt wird, bekommt er einen Buff, einen Bewegungsgeschwindigkeits, also Bewegungsbuff und auch ein Angriffsgeschwindigkeitsbuff. Das heißt, er bewegt sich für 1,5 Sekunden lang schneller und greift auch schneller an. Ist natürlich nur um 50%, nicht um 100%. Und naja, kann man also ganz gut nutzen, wenn das Wildtier von 10, 20 Höhen umzingelt ist. Dann habt ihr halt für 20 oder halt für 10 Sekunden so roundabout. Greift dieses Wildtier schneller an.
muss man jetzt sehen, in welchem Setup man das am besten benutzt und in welcher Situation und welcher Zone das am besten geeignet ist. Würde ich das jetzt primär tatsächlich, und das kann ich auch gleich mal sagen, in einer Zone benutzen, wo du ein Ziel verteidigen musst? Eher nicht. Man hat tatsächlich die Sache, wenn du in ge bestimmten Gefechten tatsächlich bist, wo 100 Zombies kommen auf dich, jetzt übertrieben natürlich. Es gibt, glaube ich, kaum eine Zone, wo du 100 Zombies hier einmal auf dich zukommen. Es kann ja nur maximal eine bestimmte Zeit spawnen. Und ja, da passiert relativ wenig. Man wird vielleicht die ein oder zwei Höhlen oder vielleicht vier, fünf Höhlen wahrscheinlich auf dem Wildtier sehen. Da muss man natürlich entsprechend schauen. Dadurch, dass diese Schockwelle entsprechend kein Damage macht bei dem Wildtier, ist das ein bisschen so. Also, ich würde sagen, also diese Schockwelle sollte schon die Gegner zum Taumeln bringen. Wie man es vielleicht kennen sollte bei der Drachenfaust zum Beispiel, wenn man dort einen Angriff ausübt, dass der Gegner zurückgeworfen wird, sehr stark tatsächlich, aber auch ins Taumeln kommt oder kurzzeitig betäubt ist, das könnte man machen. Man könnte auch einfach eine neue Fähigkeit mit bei dieser Fähigkeit reinnehmen, Schockzustand, dass die Höhlen, die davon getroffen werden, auch kurz geschockt sind für ein, zwei Sekunden, damit das Wildtier dann dementsprechend auch reagieren kann und dann dementsprechend auch die Höhlen damagen kann. Natürlich sollte man dort vielleicht so machen, dass es erst bei 5 oder 4 Höhlen so funktioniert und nicht bei 1, 2 Höhlen und dass man da vielleicht auch einen Cooldown drin hat. Wäre eine Sache tatsächlich, die sich dort besser aneignen könnte, wenn das dementsprechend reinkommen würde, wäre es natürlich sehr interessant. Daher sehe ich aber für diese Fähigkeit derzeit kaum einen Nutzen und auch kaum eine Verwendung, einen anderen zu sagen, mach die daraus ein Setup. Es ist einfach geil. Nee. Also viele, viele High-Level-Spieler, die ich gefragt habe, sagen, spiele ich nicht, ich hole mir den Helden, kommt in die Sammlung rein oder manchmal benutze ich das Ding mal, aber ja, so dumm es auch klingt, ja, es ist eine Fähigkeit, die zwar drin ist, aber jetzt nicht so die Relevanz hat. Man kann die Fähigkeit mit diesem Helden tatsächlich vergleichen mit den mit einem Helden-Setup, was ich tatsächlich auch habe, und das spielt auch keiner, ja. Das heißt, wenn ihr diese entsprechend mit einem Helden-Setup spielt, ja, hier könnt ihr es mal kurz sehen, das ist die Katzenkonstrukteurin Penny. Ich spiele einen unendlichen Bullen-Setup. Ich hatte hier vorher das andere Setup gehabt mit der Herbstkönigin und ich muss leider sagen, da ist das Bullensturm-Setup wahrscheinlich sogar noch sinnvoller tatsächlich, als diesen Soldaten zu spielen. Naja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Sagt ihr, yo, Herbstkönigin ist doch ein geiler Held. Spiel ihn einfach mal, ich habe hier mein Setup. Spiel einfach den und den Held. Dann funktioniert der schon ganz gut. Und spiel die Zone. Du verpasst nämlich bei dem Helden was. Dann schreib es mir, wie gesagt, in die Kommentare. Ich würde sagen, das wär's mit dem Video. Wir sehen uns dementsprechend im nächsten Video, was auch immer ich mache. Bis dahin, Leute, und ciao.